Zeitarbeit vor Gericht. So wird die heutige Folge heißen. Kurz nochmal zur letzten Woche. Ich war wohl, glaube ich, ein bisschen emotional. Liegt wohl an der bevorstehenden, oder wir sind ja schon voll drin, in der Weihnachtszeit. Und ich fand, ich habe richtig gut abgeliefert, war eine meiner besseren Folgen. Hör selber rein, entscheide du. Will mich da nicht loben, aber ich war geil. Aber zum Thema Zeitarbeit vor Gericht erfahrt ihr gleich mehr. Ja, bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, wie ihr hört, ich bin immer noch irgendwie erkältet. Meine Stimme will immer noch nicht besser werden. Jetzt 4 Wochen quäle ich mich damit. Ich habe das bestimmt verschleppt. Ich hätte einfach mal eine Woche krank feiern sollen. Aber pflichtbewusst bin ich weiter in Arbeiten gegangen. Ich möchte kein Lob dafür. Ich wollte es nur sagen, man muss ja auch als Führungskraft Vorbild sein. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ich habe schon wieder mit Ja angefangen. Egal, muss jetzt mit durch. Also, eigentliche Thema, Zeitarbeit vor Gericht. Aber ich muss was anderes vorschieben, und zwar einen kleinen Sidekick. Obwohl die Bezeichnung Sidekick wahrscheinlich nicht richtig ist, aber ich finde das Wort einfach cool. Ich habe heute die Postmappe aufgemacht und habe einen Brief vorgefunden, eine Bewerbung. Das war ein DIN A4-Zettel mit liniertem Papier und da waren insgesamt 33 Worte drauf. Ohne Telefonnummer, ohne E-Mail-Adresse, ohne Lebenslauf, einfach liniertes Blatt mit ein paar Wörtern drauf. Und den will ich dir mal vorlesen, die Bewerbung, den Brief. Sehr geehrter Herr Müller, ich muss mich bei Ihnen bewerben. Da steht wirklich, ich muss mich bei Ihnen bewerben. Ja, hört sich schon mal für den ersten Satz, finde ich nicht schlecht. Dann geht es weiter als Pflegekraft. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich keine Zusatzausbildung noch Erfahrung habe. Meine Gesundheit ist mit 61 Jahren auch nicht mehr gut. Ja, ich dachte erst, wir kriegen ja regelmäßig so eine Bewerbung von einer weiblichen Bewerberin, die ja immer wieder auch so ein liniertes Blatt nimmt und Zeiteinteilung braucht. Das halt in regelmäßigen Abständen. Ich habe schon mal in einer der ersten Folgen bin ich schon mal darauf eingegangen. Ich dachte erst, das wäre so eine Bewerbung, aber es gibt anscheinend noch eine weitere. Ja, und dann steht unten darunter alles Gute, Heidrun. Ja, das sagt so viel aus über die Einstellung von einigen Bewerbern und auch so die Einstellung zum Job- und Arbeitsvermittler, die bei der Arbeitsagentur und beim Jobcenter arbeiten. Weil irgendwie müssen die ja wohl den vermitteln, du musst dich da bewerben und wenn du das nicht machst, kriegst du eine Sperre. Und dann schreibe ich mal der Zeitarbeitsfirma, was ich alles nicht kann und dass ich da auch keinen Bock drauf habe, statt das vorher mit dem Arbeitsvermittler ordentlich zu klären oder anzurufen. Ja, wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, das ist schon ein ziemlicher Kracher und ja, ich kann ja mal, wenn ich das geschwärzt habe, da mal ein Bild auf meiner Instagram-Seite hochladen. Dann kannst du dir das mal genau angucken. Und ist echt Granate, kann ich nicht anders sagen. Ich lade die Dame natürlich auch ein, weil ich möchte die Person gerne dahinter mal kennenlernen. Und vielleicht kann ich die ja doch bewegen, dass die bei uns oder ja bei einem Teil und einem anderen Geschäftsbereich, vielleicht außerhalb der Pflege, wenn sie das nicht mehr kann, arbeiten kann. Und grundsätzlich an alle, die sich bewerben, man sollte nicht anfangen mit irgendwelchen Sachen, die man nicht kann, sondern man sollte schreiben, was man kann. Es hört sich immer besser an und kommt auch immer besser beim Arbeit oder beim potenziellen Arbeitgeber an. Ja, das zu dem Thema Sidekick, spontane Bewerbung, die ich heute in der Post hatte. Gut, dann geht's weiter mit Zeitarbeit vor Gericht. Was kann ich dir dazu sagen? Wir haben
Natürlich keine befristeten Verträge. Das heißt, wir arbeiten mit unbefristeten Verträgen, hatte ich auch schon in den Vorfolgen mal erwähnt. Somit haben wir eine lange Betriebshörigkeit von den Mitarbeitern. Und da kann es natürlich schon mal vorkommen, wenn man sich dann mit einem Mitarbeiter nicht mehr versteht und sich trennt, dass auch mal ein Gütetermin, ein Gerichtstermin, ein Kammertermin dabei rausspringt, ist das falsche Wort, aber entstehen kann. Wollen wir es mal eher so formulieren? Das ist nie schön und sollte natürlich auch möglichst vermieden werden, weil das ist die letzte Möglichkeit oder das, was man am wenigsten möchte, dass man sich mit seinem Mitarbeiter, den man schon eine lange Zeit begleitet hat, danach vor Gericht sieht. Deshalb kannst du da schon mal als ersten Tipp mitnehmen, behandle deine Mitarbeiter fair und ordentlich, versuche das zu vermeiden, dass du eine Kündigung einfach per Post rausschickst, ohne vorher mit dem Mitarbeiter gesprochen zu haben. Versuche den Mitarbeiter an den Tisch zu bekommen. Und es ist ja auch erst immer relevant, wenn der Mitarbeiter im Kündigungsschutz ist. Das heißt, nach der Probezeit, bei den meisten wird es 6 Monate sein, besitzt er erst einen Kündigungsschutz. Und dann wird natürlich auch bei einer Kündigung, wenn er die beim Jobcenter, beim Arbeitsamt einreicht, das Arbeitsamt oder das Jobcenter ihn darauf hinweisen, dass er klagen sollte. Das ist auch legitim, die wollen sich natürlich Geld sparen, weil wenn die klagen und dabei rauskommt, da kommt eine Abfindung oder der Mitarbeiter muss noch 2-3 Monate länger beschäftigt werden, ersparen die sich natürlich Leistung. Und das ist halt deren Bestreben. Ist verständlich, für uns nicht so schön, aber da wollen wir jetzt keine Diskussion drüber führen. Das würden wir wahrscheinlich auch ähnlich machen, wenn man da Geld sparen kann. Wir versuchen auch Förderungen zu bekommen von den Mitarbeitern, für die Mitarbeiter vom Jobcenter, von der Arbeitsagentur. Und das ist natürlich auch Geld, was wir uns im Endeffekt sparen. Und wenn das jemand anders zahlt, gefällt uns das. Und so sieht es bei der Arbeitsagentur und beim Jobcenter auch aus. Ja, dann beginnen wir mal mit den Vorkehrungen bei einem Gütetermin. Wie läuft das in der Regel? Du bekommst vorab meist per Fax eine Klageschrift vom Anwalt oder auch per Post. Das wird dann per Einschreiben in der Regel gemacht. Und da steht drin, der Mitarbeiter klagt auf Wiedereinstellung. Das ist immer der häufigste Grund, weil beim Kündigungsschutzgesetz klagen die immer auf Wiedereinstellung. Und dann geht es immer um eine Abfindung, die der Mitarbeiter im Nachgang gerne für sich hätte. Auch legitim, müssen wir mal ehrlich sein, das ist auch, wenn du jetzt gekündigt wirst, überlegst du auch, nehme ich noch Geld mit oder nicht. Also ärgere dich nicht so, da du würdest auch ähnlich entscheiden. Und wenn du nicht so entscheiden würdest, hast du vielleicht eine andere Basis zu deinem Arbeitgeber gefunden. Und was Recht ist und Recht haben, Recht bekommen, weißt du auch, sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ja, deshalb also erstmal nicht ärgern, da kommt eine Klage rein. Ist nie schön, aber du musst halt damit umgehen. Du kannst auch versuchen, es zu vermeiden, dass es überhaupt zu einer Klage kommt, zu einem Gütetermin, indem du vorher schon versuchst, dich mit dem Mitarbeiter oder auch jetzt dann, wenn der Schreiben reinkommt, mit dem Anwalt der Gegenseite gütig zu einigen. Ja, das erfordert dann ein bisschen Vorbereitung und auch eine Zielsetzung. Da kommen wir aber nachher nochmal ein bisschen drauf. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Gütetermin. Was musst du machen? Was sind für Vorbereitungen nötig? Was für Informationen brauchst du? Und wie stellst du dich da gut auf? Als erstes solltest du eine Vollmacht dir ausstellen lassen, weil in der Regel wird der Geschäftsführer bestellt. Wenn du nicht der Geschäftsführer bist, musst du jemanden abstellen, beziehungsweise dein Geschäftsführer muss dann jemanden abstellen, der diesen Termin wahrnimmt. Das wird in der Regel der Niederlassungsleiter oder der Personaldisponent sein. Kann auch sein, dass ihr den Luxus habt, dass ihr einen Rechtsbeistand dazu nehmen könnt. Wir haben das nicht. Ich habe also alle Kammer- und Gütetermine immer alleine geführt. Man braucht auch keinen Anwalt. Also die meisten Sachen, gerade im Gütetermin,
kann man auch ohne Anwalt regeln. Ist natürlich schön, wenn man im Hintergrund einen Rechtsbeistand hat, wo man die ein oder andere Frage noch stellen kann. Weil auch nach jetzt so vielen Jahren, die ich in der Zeitarbeit tätig bin, gibt es immer noch Besonderheiten, wo man dann unsicher ist und dann doch vielleicht mal nachfragen muss und Google auch nicht immer so weiterhilft. Und deshalb weiß ich halt nicht, ob du da alleine hingehst oder du einen Rechtsbeistand hast. Gut, dann hast du also eine Vollmacht, die musst du mitbringen und unaufgefordert dem Richter hinlegen oder der Richterin. Ich spreche jetzt immer in der männlichen Form. Es gibt natürlich auch weibliche Richter, Richterinnen und die mögen es mir bitte nachsehen. Ich verwende jetzt der Einfachheit die männliche Form. Gut. Auch sehr, sehr wichtig, du sollst pünktlich sein. Gerne lieber überpünktlich, plane ein bisschen mehr Zeit ein. Auch wenn die Termine nicht immer pünktlich beginnen, ist es sinnvoll, einfach vorher da zu sein. So eine halbe Stunde empfehle ich, weil du musst auch ein bisschen bei der Eingangskontrolle, da wirst du ja auf Herz und Nieren geprüft, getestet, ob du irgendwelche Waffen und dabei hast. Deshalb musst du dann Gürtel und alles ablegen. Und teilweise ist da auch eine Schlange davor und das musst du einplanen, weil wenn du kurz vor Toreschluss dahin kommst, ist es umso ärgerlicher, wenn du da 15 Minuten in dieser Schlange wartest und weißt, oh Gott, mein Termin ist gleich. Dann ist man einfach gestresst, nicht gut vorbereitet und der Richter oder die Richterin mag das bestimmt nicht, wenn der Termin schon begonnen hat und die zweimal ausgerufen haben und du immer noch nicht da bist. Dadurch, dass du früher schon da bist, verlierst auch so ein bisschen an Nervosität. Zumindest ist es bei mir der Fall. Ich kann mich so ein bisschen mit den Räumlichkeiten akklimatisieren. Ich bin ein bisschen entspannter, gucke mir nochmal die Unterlagen an und bin auch in der Regel vor der gegnerischen Partei. Das hört sich auch mal so schlimm an, aber halt die Kläger, die die Kündigungsschutzklage eingereicht haben, das ist ja meist der Mitarbeiter mit seinem Anwalt. Oft kommt der Mitarbeiter auch gar nicht mit, dann kommt nur der Anwalt. Aber ich finde das immer ganz gut, wenn man da schon vorher sitzt und eher da ist als die gegnerische Partei. Du kannst dich natürlich auch schon in den Saal setzen und kannst dir die anderen Gerichtsverhandlungen, die anderen Gütetermine anhören. So kannst du schon so ein bisschen so einen Eindruck von dem Richter haben. Du kannst dir auch ein paar Ideen, ein paar Tipps holen oder du erkennst, dass auch andere Arbeitgeber Probleme haben und oft emotional reagieren oder komische Lösungen finden oder auch gute Lösungen finden. Und du erkennst auch ein bisschen, was der Richter vorschlägt, wie so seine Arbeitsweise ist und da kannst du dich ein bisschen darauf vorbereiten. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, sollte man mal mitbekommen haben, weil wenn man nicht emotional befangen ist, ist das viel entspannter, so einen Gütetermin sich anzusehen, weil die Summe, die da aufgerufen wird, die muss man nicht bezahlen. Und den Stress und den Ärger, den man da miterlebt, den hat man halt nicht selber. Und da ist bei den eigenen Terminen, wenn man da involviert ist, ist das einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und man ist total aufgeregt, nervös, zumindest bei den ersten Terminen. Je mehr Termine du hast, das ist ähnlich wie bei einem Anwalt, der hat schon so viele Termine da zu Gericht gehabt, der schüttelt das da locker aus dem Ärmel und für den ist das nichts Besonderes. Der ist da aber auch nicht ganz so tief drin, ob sein Mandant, so heißen die ja da, ob der 3.000 Euro, 2.000 Euro, 7.000 Euro oder 10.000 Euro bekommt. Ich will da keinem zu nahe treten, aber das juckt den nicht so. Ne? Für ihn ist nachher denn die Summe auch wichtig, die er nachher abrechnen kann. Dafür macht er den Job. Jeder Anwalt versucht natürlich das Beste für seinen Mandanten rauszubekommen. Aber ob das 500 Euro mehr oder weniger sind, glaube ich, wird dem Anwalt, wenn er ehrlich ist, jetzt nicht jucken. Ne? Das macht den Kohl jetzt nicht fett. Aber für den Mitarbeiter können natürlich 500 Euro netto mehr oder weniger schon viel bedeuten. Aber ich will jetzt nicht den Anwälten da was unterstellen. Gibt doch sicherlich einige, die da wirklich versuchen, das Äußerste rauszubringen. Aber ich habe auch schon viele erlebt, die einfach nur versuchen, eine Lösung zu finden. Und das sollte auch dein Anliegen sein, wenn du in so einen Gütetermin gehst. Ganz klar, oberste Prämisse, den Kammertermin vermeiden und versuchen, eine gütige Einigung zu finden, weil das heißt ja auch Gütetermin.
Du willst dich mit der Gegenseite einigen, dass es nicht zu einem Rechtsstreit kommt. Und so musst du das auch sehen. Das ist kein erbitterter Kampf und Streit hört sich immer nicht so schön an, sondern der Richter ist auch angehalten und versucht eine gütige Einigung, damit die Gerichte nicht so voll sind mit den ganzen Kammerterminen, versucht er im Vorfeld das abzufedern und will mit dir und der Gegenseite eine Einigung erzielen. Ja, wenn du das schon mal so mitnimmst, geht sich auch ein bisschen entspannter in so einen Termin rein, dann weiß man, okay, das ist gar nicht so schlimm und für den Richter, für den Anwalt ist das auch gängige Praxis, die kennen das und für dich ist das vielleicht noch ein bisschen Neuland und ja, aber das ist ja immer wichtig zu wissen, was überhaupt das Ziel ist der einzelnen Parteien. Ja, wenn die Gegenseite dann reinkommt in den Gerichtssaal oder du sitzt davor und die kommen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du die auch begrüßt. Ich gebe meinen Mitarbeitern auch die Hand und sag Hallo und wie geht's Ihnen und sehe das auch locker, weil so muss man es auch wirklich sehen. Das ist keine persönliche Niederlage, wenn jemand eine Klage gegen dich erhebt. Wie gesagt, wenn das Arbeitsamt und das Jobcenter auch dahinter steht, dann können die teilweise auch nichts anderes machen und die müssen ja oft den Anwalt auch nicht bezahlen, weil die dann Prozesskostenbeihilfe bekommen, wenn die nicht genügend verdient haben bei dir. Gerade bei Helfern ist diese Hürde da recht leicht zu erzielen, aber wenn die eine Rechtsschutzversicherung haben, dann zahlt halt auch die Versicherung dann den Anwalt und dann machen die das und wollen das Geld noch mitnehmen. Also nimm das nicht persönlich, lass die Emotionen raus. Zu den Emotionen komme ich nachher auch nochmal. Wie solltest du denn genau dort auftreten, nochmal vom Erscheinungsbild? Ich würde dir empfehlen, ein Business-Outfit zu tragen. Muss natürlich auch bei der Einlasskontrolle ein bisschen planen, dass du da nicht so viel Metallgegenstände dabei hast, so 10 goldene Ketten und so eine dicke Rolex oder Breitling, um da ein paar Marken mal zu nennen, die ja sehr teuer sind. Die schüren natürlich auch eventuell den Neid, auch wenn der Richter, die Richterin gut verdient. Könnte natürlich da der Eindruck entstehen, die wollen protzen, man will ein bisschen angeben und da ist genügend Geld da. Und dann mag der eine oder andere Richter auch sagen, ja, das scheint, dass die genug Geld haben, die hauen das ja auch so raus, haben so eine Erscheinung, so eine Außendarstellung. Dann wählen wir die Summe mal. Wenn ich zwei Möglichkeiten habe, dann nenne ich halt eher die höhere Summe und bin dann auch der Meinung, dass du das auch bezahlen kann. Also gehe auch da kein Risiko ein. Kleide dich vernünftig. Trag nicht so protzige Klamotten. Guck, dass du normal rüberkommst. Bodenständig. Und dann hat der Richter einfach auch eine vielleicht bessere Meinung über dich. Ja, das ist so eine Empfehlung. Mach's, wie du möchtest, aber ich glaube, das bringt auch nichts. Warum soll man gerade vor Gericht auf dicke Hose machen? Ne, du weißt ja auch, wenn du mit einem Porsche oder mit einem dicken Auto beim Kunden vorfährst, dass der ein oder andere Kunde dann direkt schon dich abstempelt und dich in eine Schublade packt, in die du vielleicht gar nicht gehörst. Und das Gleiche ist auch beim Richter, das ist auch nur ein Mensch. Ne, der hat eine erste Wahrnehmung, der kennt dich nicht. Und dann kommst du da rein und dann hat er direkt, aha, okay, der haut auf, macht auf dicke Hose, der haut auf die Kacke. Der kann sicherlich auch mal zur Kasse gebeten werden. Da kann ich mir schon vorstellen, der zahlt sich lieber mehr Geld aus als seinen Mitarbeitern und dann nehmen wir dem mal ein bisschen die höhere Summe ab, wenn das möglich ist. Hm? Ist legitim, das auch als Anmerkung. Auch wichtig, Handy aus. Mach bitte dein Handy aus. Es gibt nichts Unangenehmeres als in einem Gütetermin oder einem Kammertermin, wenn das Handy geht. Das ist im Vorstellungsgespräch ein No-Go und natürlich auch in einem Gerichtstermin. Klar, aber wem erzähle ich das, würde dir nicht passieren. Ja, auch was vielleicht du nicht weißt, wenn du nicht so häufig zu Gericht bist. Du sitzt links als Angeklagter, also vor dem Richter. Setzt du dich links hin und rechts sitzt halt der Kläger vom Richter, wie gesagt, meist dein Mitarbeiter und der Rechtsbeistand. Kommen wir zu den grundsätzlichen Tipps
bei einem Rechtsstreit oder im Vorfeld, bevor es zu einem Rechtsstreit kommt oder wenn er kurz bevor steht. Bei manchen, da weißt du ja schon, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es da zu einem Rechtsstreit kommt, und bei manchen ist es halt niedriger und dann musst du gewisse Dinge halt nicht einfach fördern, weil die für diese Sache nicht förderlich sind. Da ist zum Beispiel kein Geld einhalten, weil das das Klima arg verbittert. Wenn du dem Mitarbeiter seine Existenzgrundlage entziehst mit seinem monatlichen Gehalt, der kein Geld hat und kein Geld von dir überwiesen bekommt, weil er einfach am längeren Hebel sitzt, dann schürt das Hass. Ja, ganz klar Hass. Wenn mein Arbeitgeber mir 2 Monate kein Geld bezahlt und ich nicht weiß, wie ich meinen Kühlschrank voll bekomme oder wie ich den Strom bezahle und meine ganzen Rechnungen platzen, weil keine Überweisung gekommen ist, dann habe ich Brass und Hass auf meinen jetzigen oder ehemaligen Arbeitgeber und dann werde ich eher geneigt sein, Sachen nicht zu akzeptieren, als wenn ich alles ordentlich bekommen habe, man fair mit mir umgegangen ist, dann bin ich eher gewillt, das Wohlwollender zu sehen. Ja, auch ein Führungszeugnis. Schreib dem Mitarbeiter, du weißt ja eigentlich schon, ein Führungszeugnis mit dem voraussichtlichen Austrittsdatum. Ob das nachher nochmal geändert wird, weil der Richter mit dir ein anderes Austrittsdatum dann ausmacht, in dem Gütetermin einen anderen Austritt vereinbart, kostet dich das nur müdes Lächeln, dass du einfach dann das Datum da änderst. Ansonsten Wohlwollen schreiben. Du musst im Endeffekt nachher eh ein wohlwollendes Zeugnis schreiben, weil das wird am Ende, wenn die Gegnerseite, der Anwalt was drauf hat, wird er eh sagen, und wir bitten um ein wohlwollendes Zeugnis. Und dann kannst du schon sagen, haben sie schon lange bekommen, und kannst so ein bisschen dem Anwalt auch sagen, nee, hier ist schon erledigt, hat der Mitarbeiter schon, ne, da haben wir schon vorgearbeitet, ist auch wohlwollend, gab es da noch Probleme bei der Formulierung? Nein, alles gut, schön, Haken dran. Hat der Richter einen guten Eindruck und die Gegnerseite, hast du schon mal den Ball vom Fuß weggenommen, weil das hauen die dir in der Regel immer um die Ohren. Ne? Das Zeugnis war nicht in Ordnung oder war nicht wohlwollend oder ist noch gar kein Zeugnis da. Und da bitten wir darum, dass das auch gezahlt wird. Oder nicht gezahlt wird, dass das auch ausgestellt wird. Und natürlich auch mit dem Geld. Sagen die dir auch, hat keine Leistung bezahlt. Sehen Sie zu, dass das zeitnah kommt. Und das sind ja keine Dinge, die ungedrängt angesprochen werden müssen, wenn du es nicht halt im Vorfeld einbehältst. Ja, was ist sonst noch wichtig? Bei der Abfindung nachher, dann fragt der Richter in der Regel dich, ob was für eine Summe du dir vorgestellt hast, und da solltest du als Erster die Zahl nennen, weil du ankerst. Je höher die Zahl ist, ne, desto höher ist der Bereich, wo ihr nachher landet, je niedriger die Zahl ist, ne, was einmal halt genannt wurde, gibt halt immer den Referenzrahmen vor. Und deshalb guck, dass es nicht unverschämt ist. Keine Ahnung, der Mitarbeiter ist 10 Jahre da, dass du dann sagst, ja, 1000 Euro fände ich für gerechtfertigt. Ne? Das haut er dir eh um die Ohren. Aber wenn du da sagst, ja, 5000 Euro ist das schon mal eine Region, womit man klarkommen kann. Die Gegenseite wird natürlich, wenn die zuerst was sagen, wenn die dann 15 sagen, und du musst dann gucken, wie du von den 15 runterkommst. So muss die Gegenseite zusehen, wie sie von den 5 halt höher kommt. Ist immer eine schwierigere Situation. Deshalb versuche als Erster, also nicht die Zurückhaltung üben, sondern sage konkret, was du dir für eine Summe vorgestellt hast. Aber dafür brauchst du auch ein bisschen Vorarbeit. Aber da komme ich nachher auch nochmal zu. Jetzt habe ich auch gerade schon eine der häufigsten Fragen, die ein Richter in der Regel dir stellen wird, wenn du angeklagt bist, stellt. Da habe ich schon eine vorweggenommen. Ich gehe aber nochmal kurz die häufigsten, die mir bisher gestellt wurden, einmal durch. Und da als Empfehlung, bereite dich vorher vor. Wenn so eine Frage kommt, kann ich das eigentlich nicht überraschen, weil das ist sehr wahrscheinlich, dass so eine Frage kommt. Der Richter fragt in der Regel, warum haben Sie gekündigt? Und dann musst du dem was erzählen. Kannst du sagen, da steht eine Kündigung drin. Aber das will er dann nicht hören, der will das ein bisschen ausgeschmückt haben. Aber auch da bitte ruhig, sachlich, emotionslos das versuchen rüberzubringen.
Was hat Ihr Mitarbeiter verdient, ist auch eine Frage. Da musst du wissen, was hat er denn für Gehalt bekommen, dass du das ausrechnen kannst. Weil wenn es nachher um die Abfindung geht, wird immer das Gehalt zugrunde gelegt und als Größenordnung in der Regel ein halbes Monatsgehalt bis hin zu einem vollen oder auch anderthalb, je nachdem. Grundsätzlich als Empfehlung rechne erstmal mit einem halben Monatsgehalt. Und bei Härtefällen oder wo du ganz schlechte Karten hast, kannst du auch mal auf 1 oder 1,5 gehen. Ein guter Anwalt der Gegenseite wird immer 1,5 fordern und dann halt gucken, wie du darauf reagierst, was du so anbietest. Dann wird der Richter dich auch fragen, wie waren die Kündigungsfristen oder wie sind die Kündigungsfristen? Welche Art von Kündigung gab es? Wo lagen genau die Gründe? Hatten wir ja gerade schon gesagt. Wurde abgemahnt. Ja, Abmahnung. Ein leidiges Thema, kennen wir alle. Aber wenn nicht genügend Abmahnungen davor liegen, dann hast du bei Gericht meist schlechte Karten. Hast du wenn es in einem Gütetermin ist. Ich habe auch nicht erlebt, sie haben jetzt 3 Abmahnungen gefunden. Ja, ist doch super, die Kündigung ist damit natürlich rechtskräftig. Passiert nicht, es geht trotzdem um eine Summe. Aber du hast natürlich mehr Argumente oder lieferst der Gegenseite weniger Argumente dafür, dass die Summe höher wird. Weil immer, wenn geklagt wird, geht es nur um das Geld. Viele Richter fragen auch, wie so auf die Überweisung gekommen ist, auf die Summe, warum das Gehalt in der und der Höhe ausgezahlt wurde oder nicht ausgezahlt wurde. Und am Ende, wie ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wird natürlich auch immer gefragt, was hast du dir als Abfindung vorgestellt? Ne, über welche Summe reden wir? Manche Richter geben auch einfach was vor. Da darf die Gegenseite oder die Kläger und Angeklagtenseite gar nicht sagen, was sie sich vorstellen, sondern der rechnet aus, Mitarbeiter ist so und so lange da, dafür braucht er halt das Monatsgehalt, was der Mitarbeiter hat. Dann guckt er, wie lange der Mitarbeiter schon da ist. Also Betriebshörigkeit ist auch häufig eine Frage. Die kann er natürlich aus den Unterlagen natürlich auch entnehmen, aber wenn du das weißt, ist das auf jeden Fall schon mal hilfreich. Und dann sagt er dir eine Summe X. Und dann bist du gefordert, willst du das oder willst du das nicht? Ist das eine mögliche Summe, die du akzeptieren kannst oder halt nicht? Grundsätzlich musst du nichts akzeptieren. Also das, was der Richter vorschlägt, wenn du dich anders mit der Gegenseite einigst, aber es wird dann halt immer schwer, weil es sich so ungefähr um den Rahmen dann auch handeln kann. Das ist zwar nicht so ganz wie auf einem türkischen Bazar, dass man die Abfindungssumme halt da auswürfelt und ausdiskutiert, aber ich habe festgestellt, es lohnt sich schon. Es kommen schon ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, die man da auch sparen kann. Und ja, wenn du Budgetverantwortung hast und zwar nicht meist dein eigenes Geld, wenn du nicht Geschäftsführer bist, aber auch jeder Euro, den du weniger ausgibst, ist auch ein verdienter Euro. Und deshalb sollte man da schon gucken, dass die Summe so klein wie möglich ist. Man merkt ja auch, wo irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo man da keine Einigung mehr findet und dann kann man auch noch einlenken. Der Richter ist immer bemüht, dass er trotzdem, wenn er merkt, also die beiden Parteien finden keine Lösung, dass er da nochmal Lösungsvorschläge macht. Oder auch sagt, was ja die Konsequenzen dann sind. Wenn wir keine Einigung finden, wird er dann sagen, ja, dann sehen wir uns im Kammertermin. Das dauert in der Regel 6 Monate, bis der anberaumt ist. Und bis dahin musst du als Arbeitgeber, der den Mitarbeiter freigesetzt hat, das Risiko tragen, dass eventuell die Kündigung für nichtig erklärt wird. Und dann zahlst du die Monate nach, die dann da noch sind, und das erhöht natürlich das Risiko. Deshalb solltest du als Arbeitgeber, der jemanden freigesetzt hat, immer versuchen, dass du keinen Kammertermin hast, sondern in dem Gütetermin eine Einigung findest. Ja, das ist das Ziel und das ist nicht immer ganz so einfach, aber der Richter hilft auch dabei. Wie gesagt, es ist ein Schlichter, der versucht zu vermitteln und der ist nicht immer nur der Böse. Und klar ist der eigentlich neutral. Viele sagen immer, ja, der ist immer mitarbeiterorientiert. Ja, das ist aber nur mal der kleinere Teil in der Nahrungskette, das kleinere Glied. Und deshalb ist das in der Natur der Sache. Aber ich habe auch selten Richter erlebt, die wirklich ganz negativ auch der Zeitarbeit gegenüber eingestellt sind. Die wissen das auch einzuschätzen, ob ein Mitarbeiter sich gut oder nicht gut verhalten hat. Und die wissen natürlich auch,
Du kannst nicht alle Mitarbeiter, die bei dir jetzt nicht funktionieren, also die unzuverlässig sind, krank sind, etc., kannst du nicht mit auf deine Arche nehmen, sondern du musst dich auch mal von Mitarbeitern trennen. Das gehört halt nun mal dazu, damit du die anderen Arbeitsplätze der anderen Mitarbeiter nicht gefährdest. So musst du das halt sehen. Und da muss man sich auch mal von Mitarbeitern trennen, aber man sollte das vorher prüfen, ob es nicht auch noch eine andere Lösung gibt, damit du da nicht in so einem Gütetermin sitzt. Aber das erwähnte ich bereits. Und damit das nicht so weit kommt, sind hier auch noch mal ein paar Tipps, die du im Vorfeld bitte beachten solltest. Denk immer bitte an Abmahnungen. Auch wenn du denkst, oh, so eine Abmahnung, das ist so ein starkes Zeichen und nicht, dass der Mitarbeiter da krank wird oder das den falschen Hals bekommt. So eine Abmahnung kann auch Wunder bewirken. Auf einmal läuft der Mitarbeiter wieder in die richtige Richtung. Er hat den Denkzettel verstanden. Und wenn das Ganze schriftlich erfolgt, ist das vielleicht ein bisschen was anderes als mündlich. Es hat nochmal so ein bisschen eine höhere Wertigkeit. Und du musst ja nicht die Abmahnung auch nutzen, um ihn da halt freizusetzen, sondern dass du halt Kritik an dem Mitarbeiter auch mal übst. Und Kritik ist nicht immer schlecht, sondern Kritik ist auch gut und zeigt dem Mitarbeiter auch, wenn er das vielleicht im ersten Moment nicht so sieht, aber dass du, dass dir was an ihm liegt und dass du möchtest, dass er sich verändert, dass dir das wichtig ist, weil ansonsten würdest du ihm einfach die Kündigung rausschicken und nach dir die Sinnflut aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist aber nicht die richtige Lösung. Und deshalb, ne, denk an die Abmahnung, schreib die machen viel Arbeit, aber sind ein wichtiges Instrument, was dir danach bei der Kündigung auch hilft. Auch wichtig bei den Kündigungen, wo wir bei den Kündigungen schon sind, das Vier-Augen-Prinzip. Lass die Kündigung am besten von zwei unterschreiben, von dir und einer weiteren Person. Die muss dann auch nochmal drüber schauen und vielleicht findet man einen Fehler, weil es nichts Schlimmeres gibt, als wenn die Kündigungsfrist nicht richtig berechnet wurde. Oder das ist ein Einwurf, ein Schreiben und das steht oben drauf und du hast es persönlich übergeben oder umgekehrt. Nur das ist nicht als Einschreiben geschickt, ist nicht deklariert. Und dann sagt der Anwalt dir von der Gegnerseite, ach ja, pass auf, nee, da steht was anderes drauf und dann ist die auf einmal nichtig. Ja, auch eine Vollmacht, die dabei ist, ne, eine Handlungsvollmacht, wird ja unten drauf geschrieben, die musst du auch dabei legen bei der Kündigung. Aber vielleicht machen wir auch mal eine eigene Folge zum Thema Kündigung. Das ist, glaube ich, auch ein allumfassendes Thema, wo man sicherlich eine Podcast-Folge mit voll bekommen würde. Ja, ich hatte ja schon gesagt, Kündigung persönlich aussprechen, nur im äußersten Fall per Post. Somit versuche halt auch den Gütetermin im Vorfeld halt mit dem Anwalt zu klären oder mit dem Mitarbeiter, dass es gar nicht so weit kommt. Das ist natürlich die beste Vorsorge und bereite dich auf den Gütetermin vor. Guck, was du für dir für eine Summe vorstellst. Guck, wie lange der Mitarbeiter bei dir ist, was er für ein Gehalt hat, was so deine Summe wäre, die du zahlen möchtest, was wäre toll, wenn du das nur zahlst und was wäre überhaupt nicht schön, was du bezahlen müsstest, damit du einfach da schon mal auch für dich einen Referenzrahmen hast, in welchem Bereich du dich bewegst und du wirst feststellen, wenn du das im Vorfeld gemacht hast, kommst du meist unter die Summe, die du eigentlich zahlen wolltest. Ja? Und auch wenn du in dem Gütetermin bist und eine Summe genannt wird und du nicht sicher bist, was machst du denn jetzt? Dann geh einfach mal aus dem Termin raus, sag, warten Sie, geben Sie mir bitte mal 2, 3 Minuten, ich will ein Telefonat führen, mit dem Kollegen sprechen, ich kann das nicht alleine entscheiden. Ist für jeden Richter und auch für die Gegenseite in Ordnung, weil die gehen auch oft raus, unterhalten sich dann über das Angebot, was du vorgeschlagen hast und dann kannst du ein paar Schritte gehen oder rufst einen Kollegen an und sagst, pass auf, so und so, wie sieht's aus? Dann fragt er sicherlich oder kann er fragen, wie sehen die Erfolgsaussichten aus? Was haben die so vorgebracht? Meinst du, du hast gute Karten in einem Gütetermin oder hast du eher schlechte Karten? Und dann kann man nochmal, wenn man so 2, 3 Mal durchgeschnauft hat und dann sagt, okay, ja, die Summe könnten wir machen, das wäre auch noch in Ordnung, bevor wir jetzt einen Kammertermin haben. Dann gehst du wieder rein und sagst, ja, wir bieten das an oder wir akzeptieren die Summe. Und dann hast du eine Lösung. Und das ist auch ein Erfolg. Eine Lösung finden in einem Gütetermin ist ein Riesenerfolg, weil du den Kammertermin vermieden hast. Und deshalb ist jeder erfolgreiche Gütetermin auch so zu werten und nicht als Niederlage, wo jetzt muss ich den Mitarbeiter das noch hinterher schmeißen. Das denken ja viele. Aber das ist der falsche Ansatz. Und
Meine aller wichtigste Empfehlung für jeden Gütetermin, jeden Rechtsstreit und jede Verhandlung mit dem Mitarbeiter und auch dem Anwalt: Lass die Emotionen raus. Alles, was vorher gewesen ist, ist uninteressant. Das interessiert den Richter nicht. Der wird auch jetzt nicht sagen: Ja, Herr Müller, boah, da haben Sie ja recht gehabt. Der war ja wirklich kacke, der Mitarbeiter. Und da ist er nicht arbeiten gegangen, hat sich wieder krank gemeldet. Das interessiert den nicht. Der will eine Lösung. Und da bringt es nichts, wenn du da vorwirfst. Das ist vielleicht für dich. Man hat immer so das Gefühl: Mensch, Richter, du musst doch verstehen, ich musste den freisetzen, das ging nicht mehr. Der war nicht tragbar mehr, der Mitarbeiter. Der hat uns verarscht, der hat das. Das interessiert den nicht, der will eine Lösung. Also lass deine Emotionen raus, versuche das, es ist nicht einfach, bei sich zu bleiben. Ne, man denkt, boah, so viel Geld noch dem Mitarbeiter und hat er überhaupt nicht verdient, der ist das nicht wert. Das ist ganz oft ein Satz, den man sich dann immer so sagt oder den man bei Gericht hört: Das ist der Mitarbeiter nicht wert, hat er nicht verdient, das sehe ich nicht ein, das ist nicht gerecht. Es geht nicht um gerecht, sondern vor Gericht gibt es eine Lösung und die musst du erarbeiten. Und deshalb denk dran, bleib bei dir, ne, schnauf nochmal durch, sammel dich nochmal und dann sag, okay, ne, mach dir Gedanken und dann sagst du eine Summe oder sagst, okay, machen wir. Und dann kannst du dich auch wieder neuen Aufgaben widmen, weil das ist es einfach nicht wert, dass du dich so lange damit beschäftigst. Ne? Und siehst halt nicht als persönliche Niederlage an, wenn du dem da was zahlst. Das kriegt gar keiner mit, das hängst du ja auch nicht an die große Locke. Und es ist halt eine Abfindung, die musst du halt zahlen, das gehört halt dazu. Sobald da was reinflattert vom Anwalt, weißt du schon, okay, jetzt muss ich noch zusätzlich Geld anpacken. Und dein Ziel sollte sein, dass diese Summe so klein wie möglich ist. Ja, jetzt sind wir am Ende der Folge. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. Freue mich, dass du den Podcast hier weiterhin hörst. Ich bin mittlerweile auch jetzt bei YouTube zu finden. Du kannst also die letzten Podcast folgen und auch diese Folge bei YouTube hören. Würde mich da über den einen oder anderen Daumen freuen und ein Abonnieren. Und wenn du Zeit und Lust hast, kannst du auch gerne einen Kommentar da lassen. In diesem Sinne, that's Leasing Baby, lass dich auch bei Gericht, zu Gericht nicht ärgern. Glaub weiterhin an das Gute im Menschen und dann wünsche ich dir eine schöne Adventszeit. Sonntag ist schon der 3. Advent, nicht mehr lang, dann ist Weihnachten und vielleicht hast du auch ein paar freie Tage, vielleicht hast du auch Urlaub. Dann denk daran und kannst dich darauf freuen. Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.